Kennt ihr das auch? Euer Leben ist randvoll von Energy Drink, aber es hat überhaupt keinen Lifestyle. Was wäre da naheliegender als ein Lifestyle Drink? Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Mentanin Lifestyle Drink. Das hier ist der alte Mentanin. Aussehen und Inhalt haben sich mittlerweile deutlich geändert. Testen werde ich das hier trotzdem, um dem Getränk eventuell nachzutrauern oder um nachzuvollziehen, warum man es verändert hat. Das Lifestyle-Getränk kommt aus Ehingen in Baden-Württemberg. Will sich gerne nuscheln lassen. Klar, der Anfang kommt von Minze und das Ende von Koffein. Das An in der Mitte erschließt sich mir irgendwie nicht. Klingt im Ganzen aber ein bisschen unauffällig, findet ihr nicht? Unauffällig ist auch das Design. Grün, blau, weiß, alles irgendwie matt und zurückhaltend. Sag mal, wollt ihr nicht gekauft werden? Und dazu kommen zwei kleine Sprüchlein. Zum einen, Mintonize your day. Und zum anderen, amazing, strong and blue. Ersteres geht, ist aber schon irgendwie ein bisschen öde. Letzteres klingt sehr beliebig. Mintonine, brilliant, free and cold. Mintonine, icy, energetic and stylish. Mintonine, wild, new and fresh. Okay, reicht. Punkt ist klar geworden, oder? 32 Milligramm Koffein, kein Taurin, kein Inosit, kein Glucuronolacton. Dafür Guarana und der ziemlich unbedenkliche Farbstoff Brillantblau FCF. So. Ich erwarte einen Geschmack nach Minze und so Zitrussäure, denn nach Limette und Zitrone soll das auch schmecken. Minze riecht man deutlich, säuerlich riecht es auch, aber vor allem Minze. Ich trinke diesen Mintonin auf Südseestrände, denn ich habe jetzt schon keinen Bock mehr aufs Winterhalbjahr. Prost. Ja, minzig, angenehm, nicht zu süß, gut abgestimmt, interessante Säure. Und der ist ungefähr um Ablaufdatum, das heißt schon ein Weilchen alt, hält sich gut, schmeckt gut, passt. Kann ich nur Daumen hoch geben. Habe ich doch glatt vergessen, das Getränk zu zeigen. Es sieht wie ein Getränk aus. Viel Kohlensäure, aber ansonsten einfach komplett durchsichtig. Der Normalpreis scheinen mir 99 Cent zu sein. Besonders verbreitet ist Mintonin noch nicht. Aber bei Müller, was es hier im Norden nicht gibt, soll es das wohl recht viel geben. Habt ihr es irgendwo gefunden? Dann verratet es doch in den Kommentaren. Ob ich den wohl wieder kaufen würde? Ja, würde ich machen. Schmeckt gut, ist gut ausgewogen, lecker, schafft es innerhalb dieses Segments Minzlimette, was man ja hier und da mal hat, nicht unbedingt hervorzustechen, aber ein gutes Produkt abzuliefern, das man lecker trinken kann. Funktioniert. Wem empfehle ich das? Ja, logischerweise, ihr habt schon gehört, was ich davon halte, wie ich es mag. Für wen das gut klingt, der trinkt das halt. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Schwuppdiwupp, das war's schon wieder. Danke fürs Reinschauen, Liken, Teilen und Kommentieren und natürlich auch fürs Abonnieren. Muss man das eigentlich noch sagen? Ich glaube, man sagt das gar nicht mehr, oder? Na dann, nehmt meine höchstgradig subjektive Meinung nicht zu ernst und bildet euch eine eigene. Und tschüssi! Hallo, liebe Lifestyler von Mintonin. Unwahrscheinlich, dass ihr diesen Blödsinn und dann auch noch bis hierher schaut. Aber falls doch, teste ich natürlich auch gerne euer weiterentwickeltes Produkt-Dings-Bums-Da-Dings. Ne? Schreibt mich an.